Hallo liebe Freunde, und da sind wir wieder bei Let's Play Zurück in die Zukunft hier auf dem Bajibern-LP-Kanal zu der nächsten Aufnahmesession, vielleicht auch der letzten Aufnahmesession, je nachdem wie lange das Spiel noch läuft. Ich weiß jetzt gar nicht, ich muss jetzt mal gucken, was so zuletzt geschah alles. Also ich werde das jetzt hier nicht alles vorlesen, ihr könnt das ja selber lesen. Ich werde es nur kurz überfliegen, damit ich weiß, was ich noch tun muss. Zeit gesprungen ist irgendwie. Statt an sich verschwunden ist. Okay, ja. Ich scroll nochmal hoch. Wenn nicht, ihr könnt ja auch das Video pausieren. Aha. Ja, dann, der Hälfte finden sich hier verrückt, also der Edna Strickland. Das Schärfeste durchlebt die alte, die entscheidenden Ereignisse ihrer Vergangenheit erneut umsetzt. Wann und das Wie zu das Verschwinden von Halloween zu erfahren, muss Marty dafür sorgen, dass sie auch in der Vergangenheit bleibt. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was ich genau machen musste. Irgendwie war das so, der lenkt sie ab und wir müssen irgendwas der bringen, glaube ich. Ich habe aber keine Ahnung mehr. Komm, wir nehmen mal einen Hinweis. Edna versucht sich an ein traumatisches Erlebnis zu erinnern, das von Officer Parker eingeleitet wurde. Du weißt, worum es geht, nicht wahr? Ja, die ist ja irgendwie abgehauen, das weiß ich ja noch in dem Jahr. Was war das Jahr? 31 oder 33? Weiß ich nicht mehr. Und die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her, deswegen weiß ich nicht mehr genau, was da war. Hilf mir mal, Danny. Sprich nicht mit ihm! Ich lasse nicht zu, dass du Sachen über mich verbreitest! Willst du das über Officer Parker darstellen oder was? Der kaputte Kaktus. Fuchskompensator kaputt, alles kaputt. Ach, das arme Auto. Wirklich schlimm, ihn so zu sehen. Ja, das stimmt. Was da wohl kocht? Ja, gucken wir mal, nehmen wir mal raus hier. Sie nicht auf, Marty. Okay. Entschuldigung. Aber wir haben jetzt diesen brennenden Stock. Vielleicht können wir ja den Kaktus abbrennen. Plumpsklo anzünden. Ah, raus hier! Raus! Raus! Reg sie nicht auf, Marty! Ich sollte jetzt wirklich keine Sachen anzünden. Ja gut, ich... Was könnten hier noch Sinn, was die an ihre Vergangenheit erinnert? Den Kaktus anbrennen, würde ich ja beide sagen. Aber was bringt dir das? Mary Pickford. Wo könnte sie nur einen Decknamen wie diesen herhaben? Ja, das frage ich mich ja eben auch. Komm, wir nehmen mal noch einen Hinweis. Das von Officer Parker eingeladen wurde. Nehmen wir mal noch einen, komm. Edna braucht eine lebhafte Erinnerung daran, wie es war, als... Alles klar. Vielleicht sollte ich nochmal den Kaktus niederbrennen. Also ist das mit dem Lebofen schon richtig? Ich würde sagen, wir brennen den Kaktus nieder. Oder versuchen sie jedenfalls. Müsste eigentlich gehen. Ja, wir wollen ja Doc nicht anzünden. Den guten Doc will ich nicht anzünden. Ich kann aber auch nicht... Nur Doc. Plumpsklo. Autsch. Ja, ich kann mich aber nicht fortbewegen. Das ist doof. Okay, ich komme aber nicht weiter vor. Das ist das Blöde hier.
Der bewegt sich ja kein Stück, ich kann den nicht steuern. Muss also hier was sind, was ich anzünden, das Plumpsklo wäre, ja. Ziemlich dämlich. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ja, wäre keine gute Idee, war. Autsch! Ja. Na gut, nehmen wir mal noch einen Hinweis. Komm, einen noch. Ah. Ja, das weiß ich doch jetzt. Haben wir doch gar nicht mehr, oder? Doch, 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 doch. Hammer. Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Nein! Stell das ab, du Trottel! Wenn Parker das hört, wird er... Officer! Ich kann das erklären. Es war ein Trick. Ich wurde reingelegt. Oh, er ist hinter mir her. Ha, in diesem aufgemotzten Zukunftsauto kriegt er mich nie. Verflucht. Ich darf ihn nicht verlieren. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Dann lasst uns mal sehen, was dieses Baby kann. Und da kommt es. Ja? Da kommt was? Ich weiß nicht. Jetzt sollte irgendetwas Unerwartetes passieren. Aber ich weiß nicht was. Wenn ich's mir überlege, wie kann ich etwas Unerwartetes erwarten? Was geht hier vor? Schnell, Marty! Wir müssen sie dazu bringen, mehr von der Geschichte zu erzählen, bevor sie aus der Trance erwacht. Ja, das ist mir klar. Okay. Ypiamid. Der Fluxkompensator funktioniert nicht mehr. Hab ich recht? Die Teile waren robust, aber nicht so robust. Ja, wie könnte man jetzt das... die dazu bringen, dass sie sich da... Die muss ja irgendwie wie die Blitze sehen, dass so eine Art Trigger auslöst, vermute ich mal. Irgendein Licht, irgendwas. Plumpsklo, komm. Ah, raus hier! Raus! Raus! Reg sie nicht auf, Marty! Ich sollte jetzt wirklich keine Sachen anzünden. Ja, wie denn dann? Ich überlege ja noch. Hat Doc eine Idee? Nein, nicht der blöde Kaktus. Helfen Sie mir bitte bei etwas. Ja? Sie wartet auf einen Zeitsprung. Ich weiß, aber die Tage des DeLorean für Zeitsprünge sind vor. Vielleicht gibt es ja trotzdem einen Weg, um das Erlebnis nachzuahmen. Wann hat er das Zeitliche gesegnet? Der DeLorean, meine ich. Dieses Fahrzeug ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr in Betrieb gewesen. Das was Hill Valley zugestoßen ist, ist wohl auch ihm zugestoßen. Wenn wir die Zeitachse nicht reparieren, werde ich niemals geboren, richtig? Wahrscheinlich nicht. Aber auch wenn wir sie reparieren, ist mein Großvater fort und hat die falsche Frau geheiratet. Ich bin auf jeden Fall aufgeschmissen. Eins nach dem anderen, Marty. Kümmern wir uns erstmal darum, die ganze Geschichte aus Edna herauszubekommen. Ja, gut, ja gut, ja gut, ja gut. Ich denke mir was aus. Ich habe echt keinen Anhaltspunkt. Wie kannst du das mit den Blitzen hinkriegen? Irgendwas... Saloon-Schild vielleicht? Ja, vielleicht klappt das ja. Mal eine andere Lokalität. Okay.
Leg sie nicht auf, Marty. Ich sollte jetzt wirklich keine Sachen anzünden. Ja, ich kann warten. Ja, ich kann warten. Auf was? Willst du da einfach später noch tiefergründiger reingehen? Uah. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ednas Hut. Der Hut steht ihr nicht so gut. Egal, wir haben ihn erstmal genommen. Sehr gut. Mhm. Gehen wir mal ins Fenster. Was sehen wir da? Ednas Großvater, Marshall Strickland. Das ist dasselbe Bild, das ich in Ednas Wohnung gesehen habe, damals, in der Zukunft. Hm. Okay. Gehen wir zu dem DeLorean. Der Fluxkompensator funktioniert nicht mehr. Ja, das wissen wir doch. Die Teile waren robust, aber nicht so robust. Und könntest du so einen kleinen Blitz erzeugen? Ein Schild einer Schmiede. Ob das wohl noch von Doc ist? Ja, aber wo hängst du es jetzt hin? Na, machen wir mal. Vielleicht hilft das ja was. Ich weiß nicht, was dann passiert. 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 Ja. Komm, Einnehmer. Edna muss sich an den Augenblick und die Geräusche eines Zeitsprungs erinnern. Ja, die Geräusche. Okay. Ich weiß nicht, was dann passiert. 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 Nehmen wir mal noch einen Hinweis. Ja, Geräusche ist mir klar, aber wie? Gibt es jetzt das Blitz? Das blitzt und knallt. Löse etwas Alarmanlage aus und ein. Ah, alles klar. Ich weiß nicht, was dann passiert. Da sind sie! Die Lichter! Ich werde transportiert! Wohin? Zurück! Zurück! In die Vergangenheit! Was siehst du? Hill Valley!
Aber es sieht anders aus. Ganz klein und primitiv. Meine Güte, kann das sein? Ja! Was ja? Großvater, er ist es! Marshall James Strickland kam 1869 nach Hill Valley, erschossen von... Ja, Doc, wir haben ihn 1885 getroffen. Erinnern Sie sich? Nein, ich muss mich irren. Großvater sah anders aus. Dieser Mann ist ein Betrüger. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es ein Mann ist. Das ist alles sehr verwirrend. Wo bin ich? Warum denke ich an die Vergangenheit? Runter von meinem Rasen, ihr Gauner! Wir müssen Marshall Strickland irgendwie zurückbringen, schnell! Wir müssen diese Story auf die Spitze treiben! Ist mir klar. Der Großvater ist also der Schlüssel zur Erinnerung. Also mit der Alarmanlage bin ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Hätte ich aber eigentlich selbst drauf kommen können. Naja, sorry, aber jetzt echt bei dem Spiel versuche ich nur noch irgendwie so schnell wie es geht eigentlich nur noch durchzuspielen, bin ich mal ganz ehrlich, ganz offen. Werde ich mal am Ende des Let's Plays mal was noch zu sagen. Ja. Ich versuche noch nebenbei ein bisschen zu rätseln. Ja, Inventar. Was haben wir dann noch? Ich weiß nicht, was dann passiert. Ja, ich auch nicht. Ja, was kann man noch machen? Wir nehmen jetzt einfach ein, wenn Edna ihren Großvater wiedersehen würde, würde sie ihre Ankunft im 19. Jahrhundert noch einmal durchleben. Wie sah Marshall Strickland gleich noch aus? Ja, der hatte einen Hut eben und... Ednas Großvater. Marshall Strickland. Hat einen Bart. Das ist dasselbe Bild, das ich in Ednas Wohnung gesehen habe, damals, in der Zukunft. Ja gut. Das ist die eine Sache, aber wie kriegst du das jetzt hier hin? Sieht für mich wie ein Strickland aus. Mein kleiner Bruder vielleicht, aber nicht wie mein Großvater. Großvater war viel zottiger. Zottiger. Ich weiß nicht, was dann passiert. Wie kann man es noch machen? Mob. Das könnte was werden. Ah, Großvater, du siehst gut aus. Alles sieht gut aus. Wie sieht alles aus? Erzähl es mir. Ein bisschen rustikal, sicherlich. Aber all die Gebäude sind so solide gebaut und gepflegt. Und die jungen Menschen in Hill Valley sind so tugendhaft und ehrlich. Ganz anders als diese verkommenen Kandidaten aus dem 20. Jahrhundert. Und ich weiß auch warum. Warum? Sie sind noch nicht den Lastern des Alkohols und der Sünde verfallen. Sie sind noch ganz unschuldig. Ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen, hier zu leben. Aber wer ist das? Wer? Dieser große Rüpel, der da die Straße entlang stolziert. Mit einem höhnischen Grinsen auf den Lippen. Er ist neu in Hill Valley. Burgart. Burgart. Tannen. Ja. Gut geraten. Sieh ihn dir an. Führt sich auf, als wäre er der Größte und wirft mit Geld um sich. Mit gestohlenem Geld, zweifellos. Warum durchschauen die ihn nicht, diese miese Schwindler? Und jetzt wird mir auch sein Plan klar. Er hat ein Grundstück in der Stadt gekauft. Er will etwas bauen. Ein was? Ich weiß nicht. Es ist etwas, das mir nicht gefällt. Etwas Schlechtes. Ein Saloon? In Hill Valley? Das kann er nicht machen. Großvater, du darfst das nicht zulassen. Diese Schlange darf das Paradies nicht zerstören. Tja, wenn es sonst keiner sieht und ihn auffällt, dann muss ich das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Ich werde dafür sorgen, dass dieser sündige Laden niemals seine Türen öffnet. Ich weiß nicht, was ich tun werde.
Aber ich werde etwas tun. Etwas,